Heute ganz zum Thema Boho-Hochzeit. Ja, Boho-Hochzeiten sind ja in den letzten Jahren unheimlich im Trend. Oh, ja. Und die liebe Christine ist Floristin, die sich gerade auf das Thema Boho-Hochzeiten und Vintage spezialisiert hat. Ja. Ja, falls ihr noch nicht wisst, was Boho-Hochzeiten genau sind und wie denn die Floristik dazu ausschaut, dann bleibt dran. Ja. Erzähl mal ein bisschen bitte. Boho-Hochzeiten, es ist der Wahnsinn. Vor allem jetzt letztes Jahr ging es richtig durch die Decke. Dieses Jahr, die nächsten Jahre, ich denke, das ist, wird so dieses Vintage vielleicht ein bisschen ablösen. Boho-Hochzeiten sind, oh, ich nenne es auch ganz so diese Barfuß-Hochzeiten. Weißt du, was ich meine? Das sind diese unkonventionellen Hochzeiten. Sie sind schillernd, elegant und trotzdem ganz natürlich. Ja. Ja, das sind so Bräute, wo barfuß mit lackierten Zehen einfach zum Altar laufen. So überwiesen, die Locations sind absolut im Grünen. Also da wird auch mehr draußen gefeiert wie drinnen auf jeden Fall. Da ist drin die Dekoration fast überhaupt nicht wichtig und draußen ist alles voll mit gemütlichen Zelten, Sitzecken, überall Laternen und Lampignons und Traumfänger, ja, alles voller Traumfänger und Federn und auch ganz bunt. Ja, also es darf wirklich schillernd bunt sein. Es sind viele Stoffe mit ganz großen Mustern. Es darf aber auch trotzdem was Elegantes dabei sein, ja, also zwischendrin mal ein goldener Kerzenständer oder, weißt du, was ich meine, so diese Details, also diese Mischung, was es ausmacht. Ja. So absolut was für Träumer und ganz unkompliziert, ja, und so ist auch die Floristik, es darf ausladend sein, ja, viel Grün einfach, es muss nicht so viel Blumen sein, aber das Grün hat so auch eine Hauptrolle einfach gekriegt bei Boho. Also dieses Eukalyptus, das ist eh alles voller Eukalyptus. Das ist schön mit Eukalyptus. Das ist super und vor allem auch, das trocknet super ein, ja. Also wenn es auch mal nur als Grenze dekoriert ist, das, ja, ja, das ist super, also ich kann es nur empfehlen. Ja, und ja, einfach die Stoffe, dieses leichte, einfach auch viel Spitze, aber nicht diese zarte Spitze wie vom Vintage, ja, sondern ein bisschen gröber einfach. Und auch die Braut auf dieser Blumenhaarkranz, ja, und dann die leichten Stoffe, wo fallen einfach, ja, und der Bräutigam mit seinen Hosenträgern und der Fliege und meistens hat er gar kein Jackett, weil einfach es langt, wenn er ein Hemd und eine Weste anhat, ja, und dann manchmal ist die Hose hochgekrempelt, so ein bisschen bis zu den Knöcheln. So hipstermäßig. Ja, genau, es ist super, ja. Genau. Ich glaube, das war eine echt, ich glaube, Wikipedia-perfekte Definition. Wikipedia, wenn ihr uns jetzt ganz oben. Danke. Ja, nee, Boho ist super. Und ja, man muss es einfach lieben. Du kannst es nicht dekorieren und deine Bräute beraten, wenn das nicht dein Stil ist. Einfach, es geht nicht. Ich bin da, wenn ich an Locations gehe, meistens darf ich es dann auch dekorieren. Es ist alles voll. Ja, es ist wirklich überall das kleinste Detail. Und ja, es ist super. Es macht so viel Spaß einfach, wenn die Leute den ganzen Tag draußen sind, die Sonne genießen und trotzdem diese Hochzeit feiern, so wie es gehört. Ja, ist, aber halt trotzdem irgendwie natürlich und frei. Und genau. Es ist dieses freie Feeling und trotzdem festlich. Ja. Diese Kombination ist so faszinierend. Es ist nicht diese Strenge, sondern ja, die Kinder spielen draußen Cricket und es ist genial einfach. Überall Kissen und dann liegen sie ab und zu mal überall rum, aber es ist, ja, super. Ja. Und du hast schon gesagt, die Sträuße sind sehr ausladend, sehr groß. Ja. Wir hatten in einem anderen Video schon erwähnt, dass sie vor allem auch andan wirken. Sagen wir mal, also, da hängt halt hier und da noch Grünzeug raus. Ja. Ja. Genau, aber das hat man schon, dass es so wild aussieht. Es sieht aus, wie wenn ich einmal über die Wiese gerannt wäre und so reingegriffen hätte. Das ist aber gar nicht. Also so ein Boho-Strauß ist wirklich nicht eine Herausforderung zu machen, dass er gerade so aussieht, wie er ausschaut, dass der Eukalyptus da ausschwingt und dort ausschwingt und trotzdem ist alles an seinem Platz, also das Strauß muss ja heben den ganzen Tag. Wenn man überlegt, die Braut läuft den ganzen Tag und der schwingt immer von links nach rechts und dann hat ihn hier mal ein und hebt du mal, es muss heben. Ja. Und, ich glaube eigentlich sogar, damit es auch gut ausschaut, ist es fast schwieriger als so ein kugeliger aus Rosen. Das ist auch schwierig, aber es ist, also ich persönlich muss sagen, dass mir diese kugeligen, finde ich schwieriger. Echt? Ja, ich finde es... Ich habe gerade aus leidenhaftiger... Ja, nein, das ist, oh Gott, ich glaube, drei Viertel von den Floristen finden es gerade Anspruch. Es ist einfach
sagen. Aber vielleicht findest du es schwieriger, weil du nur Bobo-Schwarz bist. Genau, das kann sehr gut sein. Ja. Mhm. Ja. Es liegt mir einfach nicht, dieses Kugel, strenge, kompakte. Nee, es liegt mir nicht. Ja, und was auch ganz arg wichtig ist an diesen Bobo-Schwarz, dass einfach was Besonderes drin sein darf. Wie wir vorhin schon hatten, so eine Protea im Winter, super Sukkulente sind ganz, ganz oft drin. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Es dürfen große Blüten sein, auch Pfingstrosen, je nach Saison einfach. Also große vereinzelte Blüten und dann halt schönes grünes Beiwerk. Und natürlich noch andere Blüten, aber das Grün spielt eine ganz große Rolle. Weil wenn man überlegt, so ein Vintage-Strauß oder die anderen, die haben fast kein Grün, nur zum Abschluss. Ja. Aber beim Boho ist wirklich alles genau. Und deswegen musst du so einfach stimmen. Ja. Voll schön. Danke dir. Ja, jetzt wisst ihr auch, was Boho ist. So, wenn ihr es nicht schon wusstet. Bleibt dran, wir werden nachher noch über viele Themen sprechen, zum Beispiel, welche Blumen gibt es zu welcher Jahreszeit? Auch wichtig zu wissen. Je nachdem, wann ihr heiratet, könnt ihr nicht alles einfach so nehmen. Nee. Ja, also dann bis später oder bald und ja. Girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace, and we can get away, girl, make our escape where it's all